1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Wir sind wieder hier in alter Frische. Ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich auf eine ganz neue Woche mit euch. Montagabend heißt freier Themenabend. Und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050. E-Mail-Adresse domian@wdr.de und die Faxnummer 0800 220 50 51. Der erste Anruf heute Nacht, der heißt Stefan. Und der ist, wie alt ist er? 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Stefan. Weswegen hast du angerufen? Ja, was ist dein Thema? Mein Thema ist Gewalt in der Schule. Mhm. Was ja zurzeit relativ aktuell ist. Traurigerweise, ja. 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 Und ich war selbst Opfer einer solchen Gewalt. Mhm. Wie lange bist du jetzt aus der Schule raus? Seit 3 Jahren, ja. Weniger 2. Ja. Und das, was genau hat man mit dir gemacht? Ja, also das war halt in der 9. und 10. Klasse, also so 14, 15, 16 vom Alter her. Und ich war halt so der Depp in der Klasse sozusagen, der halt die A-Karte gezogen hat. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du der Depp geworden bist? Also es war so, dass die Klassen wurden neu zusammengewürfelt zu Beginn der 9. Klasse. Ja. Und dann war ich halt so von meiner Clique mehr oder weniger weg und war halt körperlich gesehen der Kleinste. Das ist immer das Ding, ne? Das trifft ja oftmals die Leute, die körperlich nicht so gut dastehen. Ja. Auch im Sport oftmals dann nicht so die Granaten sind. War das bei dir auch so? Ja, eigentlich schon. Ja. So, jetzt war die neue Klasse da, 9. Klasse, neu strukturiert und du warst so am unteren Ende der Hierarchie in der Klasse. Was ist dann passiert mit dir? Ja, und da, also es gab halt sowohl körperliche Gewalt, also sprich jetzt so Schläge oder geschubst werden. Von wem? Von Leuten aus der Klasse. Es gab halt so 2 Rädelsführer, sag ich mal, und dann so 3, 4 Mitläufer und der Rest hat eigentlich so weggeguckt. Mhm. Und das war dann halt so, ja, bisschen ritualisiert halt so auch, dass es halt dann so irgendwie, weiß nicht, am Anfang, bevor der Lehrer kam, wurde man halt irgendwie geschlagen oder über den Tisch gezogen, keine Ahnung. Ach, das hat dann in dem Klassenraum sogar stattgefunden? Ja, eigentlich meistens in dem Klassenraum oder auch, letztendlich vor den Augen aller? Ja, ja, mehr oder weniger. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt irgendwie durch die Schule gegangen bin, dass mir irgendjemand von hinten ins Kreuz gesprungen ist oder so. Mhm. Wie sehr hat sich das dramatisiert dann im Laufe der Jahre? Wie viel schlimmer ist es geworden? Na, es ist eigentlich gleich geblieben, aber war halt eben relativ lang, so über 1,5 Jahre. Ja. Wie oft ist das vorgekommen, dass es zu solchen Übergriffen dann kam? Mehrfach in der Woche bis täglich. Das heißt, du bist eigentlich täglich mit Angst in die Schule gegangen? Ja, man gewöhnt sich dran, sag ich mal so, mehr oder weniger. Also es hat dann irgendwie so, also man hat sich halt das abgeholt und dann kam der Lehrer und dann war es gut eigentlich. Ja. War das mal so heftig, dass du richtig verletzt warst? Nee, das nicht. Also jetzt so, weiß nicht, also außer jetzt vielleicht irgendwie mal ein blauer Fleck oder so, aber jetzt nicht irgendwie schlimmer. Hast du dich gewehrt? Nee. Nie? Ja, schon so, dass ich halt gedacht habe, lass das oder, also ich kam mir halt immer so ein bisschen, sag ich mal, überlegen vor, dass ich gedacht habe, warum sind die so dumm und machen das und da muss ich jetzt nicht zurückschlagen oder so. Also oder war es auf der anderen Seite auch schlichtweg die Angst, wenn ich es zurückschlage, dann kriege ich noch stärker einen auf den Kopf. Natürlich. Ja, gab es denn keine Verbündeten in der Klasse, die sich vielleicht ein bisschen so auf deine Seite mal gestellt haben? Ja, also es gab einen, das war ein bisschen tragisch, also es war auf dem Gymnasium und es war einen, der hat dann öfter mal gesagt, ja, lass den Stefan doch mal in Ruhe, aber der musste dann nach einem Vierteljahr auf die Realschule wechseln. Mhm. Und dann, ja. Waren das ausschließlich Jungs, die dir zugesetzt haben? Oder? Ja. Wobei mittlerweile nimmt das ja eine Entwicklung, dass es auch sehr gewalttätige Mädchen gibt, die in diesen Gruppen sind. Das hat dann aufgehört, als du ungefähr 16 warst, hast du gerade gesagt. Ja. Wie kam das? Also es war dann irgendwie so von heute auf morgen mehr oder weniger, dass wir halt im Klassenraum waren und es war im Kunstunterricht und ich bin halt geschlagen worden mit so einer Pappe von so einem Zeichenblock
Und die Lehrerin war nicht im Klassenraum und dann habe ich halt irgendwie gedacht, so jetzt reicht es und habe halt den Typ, der das gemacht hat, angeschrien, wie blöd. Und dann dachte halt, die Lehrerin kam da halt rein, weil die irgendwie dachte, da wird jemand erstochen oder so. Und dann mussten wir halt beide raus und zur Klassenlehrer und dann zum Direktor und dann ist es halt so rausgekommen. Also ich wurde dann halt befragt und, und da ist es dann rausgekommen. Und danach war Ruhe? Ja, das war dann so, dass halt dann die Anführer haben halt, also der eine ist von der Schule geflogen und der andere musste die Klasse wechseln. Und ja, ich bin dann auch in der Klasse für ein halbes Jahr nach England gegangen, ins Ausland. Ach so, gut, dann hat sich das ein bisschen entspannt alles. Ja, genau, und dann, also da war dann auch in England, kannte das halt keiner und da war ich dann halt auch so in der Klasse oder in den bei den Leuten da total angesehen und dann bin ich halt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein wiedergekommen und bin dann auch gewachsen, muss man dazu sagen. So halt. Hattest du hinterher, als du dann zurückgekommen warst, nicht doch Angst vor Racheaktionen? Nee, das nicht. Machst du dir so im Nachhinein Vorwürfe, dass du nicht viel früher den Mund aufgemacht hast? Ja, klar. Also ich denke dann so, ja, eigentlich hätte ich ja viel früher was sagen müssen. Wobei ich es am Anfang auch mal gesagt habe, aber dann ist ja so, Lehrer denken dann so, ist ja auch oft so ein bisschen Käbeleien in der Pubertät oder so und geben dann nicht so viel drauf. Also es haben halt auch Lehrer mitbekommen, denke ich. Ja, aber ich glaube, jetzt sind die aufgerüttelt mittlerweile, nach den schlimmen Vorkommnissen, die wir alle im Fernsehen verfolgt haben. Das sind ja keine Käbeleien mehr, ne? Das ist ja klar. Wirklich Folter, das ist Brutalität erster Kategorie. Und ich habe auch die Sorge, dass das immer schlimmer wird. Ja. Ich habe die Sorge, dass es schlimmer wird an den Schulen und die Sorge, dass es schlimmer wird unter Jugendlichen auch. Ja, und das ist auch nicht nur jetzt an irgendwie erziehungsschwierigen Schulen oder so. Also da, ich war auf dem Gymnasium ganz gesittet auf dem Lande und eigentlich jetzt irgendwie nicht, dass ich irgendwie sagen würde, da rennen viele auffällige Schüler hin. Sag mal, Stefan, jetzt hast du 2 Jahre so eine Demütigung. Das ist ja sehr demütigend, ne? Ja. Wenn man 2 Jahre irgendwie da verdroschen wird und so das letzte Arsch ist in der Klasse. War ja so, ne? Ja. Was würdest du sagen, was das so für eine Spur in dir hinterlassen hat? Was diese Erfahrung der Demütigung 2 Jahre lang, was hat das hinterlassen in dir? Ich weiß nicht. Also ich mag die Leute, die es da gemacht haben, immer noch nicht. Also es ist halt so von diesen, also in der Klasse, so diese große Masse der Weggucker war dann natürlich auf einmal so, ja, und wir haben ja alle nichts gewusst und wir haben es ja nicht gesehen und tut uns leid. Und die Mitläufer haben sich eigentlich auch dann relativ zügig entschuldigt. Und von diesen 2 Anführern ist es halt so, dass der eine hat sich noch bis heute nicht bei mir entschuldigt. Aber meine Frage war, was ist in dir mit... Bist du jetzt ein mutigerer Mensch geworden? Ja. Bist du jemand, der vielleicht auch eher den Mund aufmacht, wenn du irgendwas siehst, was nicht in Ordnung ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, sowas prägt einen ja schon in gewisser Weise. Oder wenn man es halt selber mitgemacht hat, man versucht halt zu allen anderen Leuten irgendwie nett zu sein und das nicht jetzt also auf irgendwelche anderen Leute zu übertragen. Ich habe dich gerade unterbrochen. Das heißt, hat sich noch überhaupt niemand entschuldigt bei dir? Also von diesen 2 Anführern hat sich einer dann irgendwann, der halt auf der Schule geblieben ist, irgendwann in der kurz vorm Abitur oder so, ist er irgendwie mal hingekommen und dann haben wir darüber geredet und das ist auch okay. Also ich habe das jetzt auch kein Problem mehr, wenn er halt jetzt angekommen ist und habe gesagt, ja, ist okay, aber der andere hat sich bis heute nicht entschuldigt. Ja. Also, das war ja Stefan, mein erster Gesprächspartner diese Woche zum Thema Gewalt an Schulen. Ich danke dir herzlich und wünsche dir alles Gute, Stefan. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Zum Beispiel möchte auch gerne mit mir sprechen und ich auch sehr gerne mit ihr, obwohl ich noch gar nicht weiß, um was es geht. Die Irene, und die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Irene. Ja, und was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist einfach, also ich bin beim Sex ziemlich verklemmt und ich kann nicht aus mir rausgehen. Das ist mein Problem. Mhm. Bist du in einer Beziehung im Moment? Ja, ich bin mit meinem Freund seit einem halben Jahr zusammen. Ja. War das immer schon so oder hat das jetzt mit diesem Freund etwas zu tun? Nee, das war schon immer so. Also es war so angefangen mit 14, 15, habe ich meine ersten Freunde gehabt und da war ich schon so immer irgendwie so verklemmt und einmal habe ich aber noch so gedacht, dass irgendwann geht es weg und so ist es, weil man so jung ist. Aber es ist nicht weggegangen. Aber das heißt, du bist jetzt 19, du hast auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ja. Es gab schon Beziehungen, mal kurze, mal längere. Ja, ich glaube, genau. Ja. Was heißt denn, ich bin im Bett, ich kann mich nicht so gehen lassen, ich bin zu verklemmt. Was bedeutet das? Erklär das mal also, genauer. Zum Beispiel, ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt, wo ich beim Sex oder auch beim Vorspiel oder so noch nie einen Orgasmus gehabt. Und ich bin dann total still. Ich kann auch zum Beispiel beim Sex nicht stöhnen oder so. Das wäre für mich, also wird nie in Frage kommen. Ja. Ich würde nicht ausprobieren, großartig.
Fangen wir mit dem Kleinen an, mit dem Einfachsten, mit dem Stöhnen. Stöhnen kann man leicht mal so ein bisschen üben. Warum kommt das nicht in Frage? Ja, ich weiß nicht, das geht irgendwie nicht. Ich meine, ich versuche das dann schon so ein bisschen lauter zu atmen oder so. Also eigentlich aber auch nur, um meinem Freund dann Gefallen zu tun. Ach so, das ist dann nur Schauspielerei letztendlich. Damit er denkt, dass es mir Spaß macht zum Beispiel. Genau. Macht es dir denn dann zumindest so ein bisschen Spaß oder lässt du ein alles... Ein bisschen, also ein ganz bisschen vielleicht. Aber ich denke, okay, das ist ganz gut, aber mehr dann auch nicht. Mehr dann auch nicht. Das heißt, wenn du frei entscheiden könntest, würdest du gar keinen Sex haben? Eigentlich nicht. Also ich muss sagen, wenn ich betrunken bin, dann ist es okay, dann kann ich. Aber sonst, wenn ich nüchtern bin oder so, dann also gar nicht. Mhm. Hat der Freund dazu was mal gesagt? Dem fällt das ja auf, wenn du ein halbes Jahr... Das Problem, ich habe mit ihm auch schon drüber gesprochen, das Problem ist, er ist 25 und er hat natürlich auch schon einige Erfahrungen und hat schon ordentlich was mitgemacht und für ihn ist es halt normal, dass man ein paar Mal am Tag Sex hat oder muss nicht ein paar Mal sein, aber mindestens einmal in der Woche und das kommt für mich eigentlich nicht in Frage so. Ach so, auch nicht einmal in der Woche? Vielleicht am Wochenende, wenn man was getrunken hat oder so, dann sage ich mir, okay, dann habe ich auch irgendwie ein bisschen Lust da drauf, aber dann... Es ist auch nicht so, also dann ist es nur, weil ich betrunken bin, dann kann ich auch ein bisschen aus mir rausgehen, aber so gar nicht. Wo hört's denn auf bei dir mit der Lust? Also wenn du mit deinem Freund, gehen wir mal so die Phasen durch, ihr kuschelt miteinander, ihr streichelt euch, ihr küsst euch ab. Ab welchem Punkt hast du denn eigentlich kein Interesse mehr? Also das geht los, wenn man kuschelt und so, ist es noch alles in Ordnung. Aber wenn es dann anfängt, der mir eine Hose fasst und ich dann genau weiß, jetzt gleich, musst du wieder Sex mit ihm haben, dann wird mir ganz heiß und ich kann nicht mehr atmen und dann bekomme ich so, dann möchte ich nicht mehr. Also das heißt auch letztendlich, dass du dann sehr verkrampft bist? Ja, ganz genau. Und dann kann es ja auch gar keinen Spaß machen. Nee, kann es auch nicht. Küsst du deinen Freund gerne so richtig? Ja. Macht das Spaß? So knutschen, volle Kanne mit allem? Auf jeden Fall. Das schon. Mhm. Solange, aber wenn ich schon Angst habe, dass es gleich intimer werden muss, dann nicht. Aber so, wenn es nur Küsse ist, dann mache ich es sehr gerne. Ja. Sag mal, Irene, hast du Erfahrungen oder sagen wir es anders, onanierst? Masturbierst du oft? Das mache ich schon. Also das ist kein Problem für mich. Das machst du. Das mache ich und da komme ich auch jedes Mal zum Orgasmus. Da kommst du auch zum Orgasmus. Aber mit meinem Freund ist es undenkbar. Das ist sonderbar. Ich hatte jetzt fast schon die Vermutung, dass du da auch Probleme hast, so mit dir alleine zu einem Höhepunkt zu kommen. Da nicht. Mhm. Nee, gar nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum. Also ich wurde nicht vergewaltigt. Mich hat noch nie jemand irgendwie, was weiß ich, irgendwie angefasst oder so. Das war gar nicht bei mir. Sonst könnte man ja vielleicht so schließen. Ja. Aber und auch nicht besonders sehr moralisch und sehr streng erzogen worden. Überhaupt das auch nicht. Kein bisschen. Meine Eltern waren offen mit mir und... Also das Problem auch, es würde niemand von mir denken, der mich nicht so gut kennt. Zum Beispiel, es gibt Leute, die denken, ich bin im Bett voll die Diva oder so. Ja, das heißt, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich auch denken, kann eigentlich gar nicht sein. Ganz normal, ja? Also ich sehe ganz normal aus und bin nicht hässlich oder so und nicht irgendwie zurückgeblieben. Nee, und auch so nicht schüchtern. Also. Nee, merke ich schon, du redest ja auch ganz offen. Aber, Stichwort Offenheit. Wie offen bist du diesbezüglich mit deinem Freund? Es geht so. Also ich sage ihm schon, dass es mir irgendwie was ausmacht, dass ich das nicht mag und so. Nur manchmal denke ich mir so, okay, du musst ihm Gefallen tun und dann mache ich das auch mit. Mhm. Aber er weiß es auch irgendwo, dass es mir keinen Spaß macht so richtig. Aber er weiß ja nicht, warum. Er möchte mir auch gern helfen, aber er kann es nicht. Also ich glaube, der allererste wichtige Schritt, Irene, ist, dass du deinem Freund überhaupt nichts mehr vorspielst. Ja, weil ich das... Ja, das versuche ich schon, aber... Ja, ich glaube, dass man dadurch wirklich sich selbst in so ein Gefängnis bringt und es dann immer noch schlimmer wird. Dann ist die Chance wirklich kaputt, dass man lockerer und offener wird. Und dann müsste man überlegen, aber das können wir hier jetzt gar nicht lösen. Ich möchte auf jeden Fall, dass du mit meiner Psychologin gleich nochmal sprichst. Mhm. Und darüber hinaus wäre es vielleicht auch noch gut, wenn du auch nochmal ein paar Stunden zu einer Beratungsstelle gingst. Sage ich jetzt mal so. Wird dir meine Psychologin auch noch sagen. Aber ich meine, was mir so spontan noch einfällt. Wenn du ganz offen mit deinem Freund bist, dann könntet ihr beide doch einfach wirklich auch mal ein bisschen versuchen, was auszuprobieren. Du weißt, wie du funktionierst. Du kannst dich selbst befriedigen. Ne, das weißt du. Du weißt, du weißt die Technik, du weißt, wie du es machen musst, wie du anfassen sollst und so. Das ist auch schon mal eine gute Grundlage, auf der ihr beide experimentieren könntet. Lass ihn das doch bei dir mal so machen, wie du es bei dir selbst machst. Ja, also das möchte ich nicht. Warum nicht? Nee, das fängt dann schon wieder an. So. Nee. Aber das ist genau der Punkt, wo man es vielleicht knacken kann. Findest du deinen Freund erotisch?
Ja, natürlich. Findest du ihn, ist es ein attraktiver, für dich attraktiver Mann? Ja, ich liebe ihn auch, also auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, also sexuell, so rein, so von der Optik her und so, findest du ihn schon anziehend attraktiv? Mhm. Ja, klar. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel was getrunken habe oder so, dann ist es auch schön manchmal. Also dann habe ich auch schon gute Gefühle dabei. Ich komme dann zwar nicht zum Orgasmus oder so, aber ich bin dann schon relativ entspannt, war nur relativ. Aber ich meine, es ist ja auch keine Lösung, dass man dann... nee, das ist keine Lösung, sich da erst ein paar Bier reinzukippen. Nee, das geht. Deswegen müssen wir da irgendwas finden, was das Ganze, die Blockade aufbricht. Das war gerade so eine Idee von mir, dieses vielleicht gemeinsame Masturbieren oder sowas in die Richtung gehen. Aber das ist ja unangenehm, ne? Da bin ich auch schon sehr verklemmt, glaube ich. Einmal machen, einmal durch. Das Beste, wie man Verklemmtheiten wegbekommt, Irene, ist, indem man es einmal wirklich mit aller Kraft versucht und es tut. Dann schämt man sich zwar wirklich und möchte im Erdboden versinken, ja, das glaube ich. Aber beim zweiten Mal funktioniert es dann schon. Mhm. Das ist immer so mein Trick, wenn ich vor irgendetwas Angst habe oder ich mich schäme, dass ich dann einmal denke, und jetzt aber erst recht, jetzt mache ich es mal. Und beim zweiten und dritten Mal funktioniert es gut und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber vielleicht ist es gar nicht so einfach. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen komplizierter bei dir. Deswegen möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch ein paar Worte sprichst und die dir vielleicht auch noch ein paar gute Tipps geben kann. Aber ganz wichtig finde ich, sage ich dir von meiner Seite aus nochmal, radikale Offenheit deinem Freund gegenüber. Das habe ich ja teilweise auch schon, teilweise habe ich es ja auch. Aber ich weiß nicht, es ist auch so schwer, über sowas zu reden. Mhm. Man kann irgendwo drüber reden, aber man kann es auch irgendwo nicht ändern. Doch, das Reden ist... Mein Freund und ich sind auch ratlos. Doch, der erste Schritt ist Reden. Du hast hier angerufen. Dir ist das ganze Thema ein bisschen peinlich und du hast dennoch hier in aller Öffentlichkeit darüber geredet, wenn es auch anonym ist, aber immerhin hast du es getan. So, das finde ich wichtig. Das ist der erste Schritt. Mhm. Und ich glaube, dass indem man irgendetwas thematisiert, das ist immer der erste Schritt zur Hilfe, zur Selbsthilfe. Da ist man noch lange nicht am Ziel, aber nur so geht's. Ohne Reden funktioniert überhaupt gar nichts. Mhm. So, jetzt legst du auf. Apropos reden und redest mit meiner Psychologin weiter. Ja, ich wollte dich aber nochmal bedanken, dass ich mit dir reden konnte und ich finde deine Sendung total klasse. Das ist ja lieb von dir, Irene. Dankeschön. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr über uns mehr noch erfahren wollt, über unsere Themen, die wir planen oder die wir vorhaben zu machen, dann geht mal auf domian.de. Neben unseren Themen und neben Informationen über uns findet ihr dort übrigens auch eine ganze Menge Anlaufadressen, Hilfsorganisationen, Hilfsstellen, Kontaktadressen, Infos aller Art. Und ich möchte euch noch sagen, wenn ihr uns mailt, domian@wdr.de, bitte mailt relativ kurz. Dann ist das für meine Redaktion einfacher, das schnell zu lesen und euch dann gegebenenfalls in die Sendung zu stellen, in die Sendung zu schalten. Und wir bitten sehr um Verständnis, dass wir keine Beratung per Mail oder per Brief machen können. Das sprengt ja einfach unseren Rahmen. Das schaffen wir nicht. Wir sind ein kleines Team. Wir können das hier nur am Abend in der Sendung machen und vielleicht einige Fälle dann auch noch darüber hinaus verfolgen. Mehr ist leider nicht drin. Tommy, 22, ich grüße dich. Guten Morgen, Domian. Ja, Tommy. Erstmal Glückwunsch an deine Sendung. Danke. Wer piepst denn da im Hintergrund? Na, das Handyempfang. Achso, ich dachte, das wäre ein Tier oder so. Ja, Tommy, um was geht's denn? Ja, ich habe am Samstag einen schweren Unfall gehabt, wo mein Freund gestorben ist. Ein Autounfall? Ja, genau. Beschreib mal die Situation. Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Also wir haben Vormittag ausgemacht an diesem Samstag, dass wir auf ein Fußballspiel fahren und das angucken. Ja. Und dann sind wir zur dritten Runde gefahren. Wer ist gefahren? Ich. Mhm. Und dann haben wir uns dieses Spiel angeguckt und sind danach noch in die Wirtschaft gegangen und haben was getrunken. Alkohol? Ja, aber ich nicht. Du nicht? Mhm. Ja. Nee. Und dann sind wir zurückgefahren gegen 22 Uhr. Mhm. Und dann hat es auch schon zum Schneien angefangen. Mhm. Und dann bin ich von der Straße abgekommen und am dritten Baum war Endstation. Bist du zu schnell gefahren? Nee, 70. Also ich konnte das nicht mehr realisieren danach. Mhm. Das heißt also, die Straßenverhältnisse waren so heikel plötzlich geworden, dass du nicht mehr über dem Wagen warst. Ja, genau. Mhm. Aber das Problem war, das war ein Waldstück, also eine Landstraße im Wald. Mhm. Und daran hat es stark zum Schneien angefangen. Die Fahrbahn muss vereist gewesen sein. Das
Ach so, das konntest du gar nicht sehen. Das heißt, ja. Da war die Fahrbahn war vereist und es war etwas Schnee darauf. Ja. Was natürlich ganz heimtückisch ist, wenn einem das passiert. Du bist dann mit dem Auto gegen den Baum geprallt. Ja, genau. Dir ist, so wie ich jetzt so höre, nichts... Blessuren am Bein. Ja. Und der Mitfahrer hinten, ja. Der hat sich die Schulter ausgekugelt und den Fuß gebrochen. Und der Freund, der neben dir saß, ist verstorben? Ja, der war nicht angeschnallt. Ja. Und ich war angeschnallt und mein Mitfahrer hinten war angeschnallt. Ich konnte es auch nicht so realisieren nach dem Unfall. Ich bin ausgestiegen sofort, ja. Und habe zuerst vor lauter Schock auf mein Auto geschaut, was kaputt ist oder was passiert ist, weil ich konnte es im Moment. Mhm. Und dann, aber Gott sei Dank hat der Mitfahrer hinten gleich reagiert und hat sofort den Notarzt geholt. Ja. Dein Freund, war der schon direkt verstorben oder ist er später im Krankenhaus dann? Na, sofort. Sofort. Nun vergehen dann ja doch wahrscheinlich quälende Minuten. Ihr wart mitten in einem Waldstück, bis dann ein Krankenwagen und die Polizei kommt. Ja. Bist du dann in das Auto reingekrochen? Hast du gesehen, dass dein Freund tot war oder wie ist das abgelaufen? Ja, der war mit dem Kopf durch die Seitenscheibe gehangen. Hast du es da schon realisiert, dass er verstorben war, oder hast du gedacht, er ist bewusstlos? Nee, ich habe gehofft. Mir ist das alles vorgekommen wie ein schlechter Traum, aber ich habe es dann spätestens realisiert, wie die Notärzte. Ja. Er war nicht angeschnallt. Hattest du das gesehen vorher? Ja. Hast du was zu ihm gesagt? Einmal, ja. Aber ich bin bis jetzt immer sicher gefahren und habe mir gedacht, dass da jetzt auch nichts passieren wird. Wie hat er denn darauf reagiert, als du gesagt hast, hier, ey, schnall dich mal an? Komm, lass den Quatsch, hat er gesagt. Du schnallst dir doch selber nie an. Aber es stimmte gar nicht. Nee, ich habe mich angeschnallt, jedes Mal. Das heißt, wenn er angeschnallt gewesen wäre, hätte es vielleicht... dann wäre es nicht zu dem schlimmen Unfall, also zu dem schlimmen Unglück gekommen, dass er gestorben ist. Ja, genau. Wie eng warst du befreundet mit dem... Ja, mit denen war ich über 12, 13 Jahre befreundet. Er war zwar 19, ja. Aber durch mein Elternhaus, wo ich früher gewohnt habe, war der so und so in der Nachbarschaft. Ja. Und da hat sich dann schon aufgebaut, also von jung auf. Und die Familie attackiert mich auch schwer. Wollte ich gerade nachfragen, wie jetzt die Stimmung ist mit der Familie. Die wohnen in der Nachbarschaft, sagst du? Mhm, aber ich selber wohne von diesem Ort 10 Kilometer ungefähr weg. Das heißt, die Familie attackiert dich, das bedeutet, dass sie dir die Schuld zuweisen und sagen, du bist schuld, dass mein Sohn tot ist. Ja. Haben die, was heißt attackiert, haben die, waren die bei euch oder haben die dich angerufen? Die Schwester zu mir gekommen und hat Mörder geschrien. Das ist ja sehr schlimm. Wie hast du darauf reagiert? Wie hast du da zurückgeantwortet? Oder hast du überhaupt antworten können? Ich hab nur geweint eigentlich und habe gesagt, dass ich das nicht wollte. Dass das immer passieren kann. Also halten wir mal fest, du hast nicht die Geschwindigkeit überschritten. Nein, das hat auch definitiv der Mitfahrer von mir hinten bezeugen können, weil die Polizei auch gefragt hat, wie das passieren konnte, beziehungsweise wie schnell ich gefahren bin. Und er hat gesagt, er traut sich 100% wetten, dass ich nicht schnell wie 70 km/h hatte. Könnte man vielleicht sagen, dass es noch, hätte es vielleicht aufgrund der Witterungsverhältnisse noch ein bisschen drosseln können. Aber da ist ja dann was geschehen, was du gar nicht kalkulieren konntest, nämlich dass die Fahrbahn vereist war und du hast es nicht gesehen, du konntest das nicht sehen. Ja. Das heißt, es ist ein Unfall, ein Unglück, wie es halt schlimmerweise immer wieder passiert und immer wieder passieren kann, wo man von einer Schuld in dem Sinne gar nicht wirklich sprechen kann. Man kann hinterher immer klüger sein und sagen, ja, du hättest vielleicht nur 40 fahren sollen oder 50. Und dann kommt hinzu, du hast es ihm gesagt, dass er sich anschnallen soll. Ja, vielleicht hättest du es ihm noch massiver nochmal sagen können, aber du hast es immerhin gesagt. Ja. Das muss man ja auch sehen. Und er ist ja für sich selbst auch verantwortlich. Er hat sich eben nicht angeschnallt. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Das finde ich ein wichtigeres Argument noch, als dass du nochmal hättest darauf bestehen sollen. Ja, hättest du, klar. Aber er ist auch Herr seiner eigenen Person, ne, und seines eigenen Lebens, was er nun leider verloren hat. Ja. Was sagt der andere Freund denn zu dir, der hinten gesessen das hat? Das ist eigentlich der Einzige, mit dem ich noch, also die Tage Kontakt hatte. Der ist auch jetzt immer zu mir gekommen und hat auch den Eltern von ihnen gesagt, dass mich keine Schuld trifft. Mhm.
Und das kann einfach jedem passieren bei der, ja, bei der Strecke. Finde ich sehr wichtig für dich, dass er war ja nun wirklich dabei und er kann es ja am besten. War er sehr angetrunken, die beiden? Ja, der Beifahrer war angetrunken und hinten ist eigentlich gegangen. Ist gegangen. Das heißt also, der Hintere, der jetzt zu dir steht, kann das auch relativ gut. Ja, genau, weil die haben ja auch einen Alkoholtest gemacht. Und der hat 0,3. Ach so, ja. Das heißt, er kann das relativ gut beurteilen. Ja, genau. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist für dich und sehr wichtig, ne, dass er das so sagt, dass es ein Unglücksfall war. Ja. Was sagt deine Familie? Meine Eltern, die halten zu mir, aber kann man nichts mehr rückgängig machen. Und ich möchte mich auch, mit meinen Eltern hatte ich auch nicht das beste Verhältnis. Vorher. Hast du denn jetzt, ich meine, das ist ja nur gerade erst vorgestern mehr oder weniger passiert, am Samstag, ne, sagst du. Das ist ja alles noch sehr frisch. Hast du denn da in deiner Gegend, hast du einen engen Freund oder jemand, der, mit dem du viel reden kannst und dich darüber auch austauschen kannst? Ja, mit meiner Freundin. Also die steht mir immer zur Seite, aber in der Nacht möchte ich halt immer alleine sein, weil ich möchte auch verdrängen auf der einen Seite, aber es geht auch nicht, denn ich muss auch dazu stehen, dass ich schuld war, so gesehen. Also ich halte da gar nichts von, wenn du sagst, ich möchte das verdrängen. Und dass du hier heute Nacht bei mir anrufst, ist für mich auch ein Zeichen, dass du es eben nicht verdrängen willst, sondern dass du darüber sprechen möchtest. Genau. Ich glaube, dass wenn man so etwas erlebt hat, dass man unter einem solchen Schockzustand, in einen solchen Schockzustand geraten ist, dass man unter Umständen schwerlich selbst da raus kann, kommt, Tommy. Ich würde dir dringend empfehlen, dass du für ein paar Mal eine Beratung aufsuchen solltest. Ja, das hat auch meine Mama vorgeschlagen. Ja, würde ich dir auch sehr dringend empfehlen. Da kannst du nur von gewinnen und das ist auch völlig normal, wenn einem sowas passiert ist, dass man macht sich natürlich Schuldvorwürfe und man muss da mit jemandem zusammensitzen, der das alles hilft, einem zu klären. Wenn du möchtest, kannst du mit meiner Psychologin jetzt noch sprechen? Ja. Und meine Psychologin wird dir auch noch eine gute Anlaufstelle in deiner Umgebung nennen. Ja, genau. Sollen wir es so machen? Es ist bloß noch das einzigste Problem heute, wäre die Beerdigung, aber ich kann da nicht hingehen, also weil ich mich auch nicht traue. Heute am Dienstag? Ja, um 14 Uhr, ja. Ja, heute schon ist die. Ja. Du würdest eigentlich gerne hingehen wollen, aber du traust dich nicht. Ja, genau, ja. Weil du Angst hast vor der Konfrontation mit der Familie? Ja, genau, auch, ja. Und wovor hast du noch Angst? Ja, dass mich halt irgendwie alle als Mörder hinstellen. Weißt du was, Tommy? Ich glaube, dann ist es wirklich das Beste, wenn du da nicht hingehst. Du kannst auch alleine übermorgen Abschied nehmen von deinem Freund am Grab. Da musst du nicht bei der Beerdigung dabei sein und dich in diese Situation begeben, die wahrscheinlich dann furchtbar ist für alle Beteiligten. Ich würde es wirklich dann auch, also sage ich jetzt mal ganz spontan, ich würde es dann verschieben. Geh alleine hin und nimm Abschied alleine von ihm. Ja, das stimmt, ja. Ja. Du legst bitte jetzt auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, meine Psychologin, die Elke, okay? Vielen Dank für das Gespräch, ne? Gut, Tommy, alles Gute. Alles klar. Auf Wiedersehen. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer. 0800 220 50 51. Birgit ist hier. Und Birgit ist 56 Jahre alt. Hallo, Domian. Hallo, Birgit. Ich wollte dich eigentlich schon vor einem halben Jahr angerufen haben, aber das ging leider nicht, weil mein Mann dann auch immer wach ist und der ist jetzt im Urlaub und nun habe ich die Möglichkeit. Ja. Wir haben zwei Kinder, der eine davon ist 15. Ja. Und die Schwierigkeiten gingen im Juni letzten Jahres los. Einer ist 15 und der andere ist wie alt? 9 Jahre älter, 24. 24. Und der 15-Jährige lebt noch bei euch? Ja. Ja. Und der hat Geld gekriegt zur Konfirmation und hat sich davon einen Computer gekauft und hat damit auch Internetzugang über uns, also so eine Nebenleitung gekriegt. Und ich kam aus dem Urlaub wieder und er war vollkommen depressiv. Zu dem Zeitpunkt waren noch Ferien und dann ging die Schule wieder los. Und ihm ist jeden Morgen schlecht gewesen. Er fährt sonst mit dem Schulbus und ist dann immer zu Fuß gegangen. Mhm. Und das ist ein ausgesprochen faules Kind, was Fußwege und Fahrrad und Sport angeht. Das war seltsam. Und ich habe dann gedacht, das hängt irgendwie mit dem Schulbus zusammen. So, und irgendwann kam er dann damit raus, dass er meint, dass er homosexuell ist. Und dann hat er gesagt, dass er beim Vertrauenslehrer schon gewesen ist und dass es noch zwei Kinder in der Schule gibt. Und die Depressionen gingen aber nicht weg.
Und dann bin ich mit ihm zum Nervenarzt gewesen. Ja. Da waren mehrere Gespräche und der meint, er hätte eine Persönlichkeitsstörung. Also das ist ein sehr aufgeschlossenes Kind, macht Shows und ist in Zeitungen und tritt auf und macht Comedy und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und wenn du den dann so erlebst, dann weißt du nicht mehr, wo der Hammer hängt. Mhm. Mhm. So, und dann hat er gesagt, er wäre auf einer Internetseite für Jugendliche, Homosexuelle, 16 bis 23 gewesen. Ja. Und hätte da jemanden kennengelernt und der wäre ganz nett und Informatiker und er wollte sich mit dem treffen. Und da habe ich gesagt, nur wenn wir dabei sind oder einer von uns dabei ist. Mhm. Wie alt? Weil das ist ja komisch, der ist 23 und wohnt in Thüringen und der ist dann auch hierher gekommen. Mhm. Und ich war dann auch dabei und mein Mann, wir sind selbstständig, rief dann an, dass ich runterkommen müsste. Und dann bin ich runtergegangen und habe dann zu ihm gesagt, also ich hoffe, dass du mein Vertrauen nicht missbrauchst, ich komme gleich wieder rauf. Und kam dann eine halbe Stunde später auch wieder rauf. Und das hast du zu dem 23-Jährigen gesagt? Zu beiden. Die waren ja beide, die saßen beide am Computer und der wollte ihm wohl zeigen, wie man irgendwas programmieren kann. Mhm. Unser Sohn wollte ihm was zeigen, was er kann. Mit Flash zum Beispiel kann er gut umgehen und das kann der andere wohl nicht. Mhm. So ist mir das verkauft worden. Ja. Und eine Stunde später musste ich nochmal für 20 Minuten runter und bin dann auch wieder rauf. Und um 22 Uhr ist der dann nach Hause gefahren. Der machte auch einen netten Eindruck. Mhm. Und unser Sohn kam 20 Minuten später rauf. Wir wohnen außerhalb von Bremen. Das ist etwas dörflich, wo die Nachbarn noch alle hinter der Gardine stehen und alles beobachten. Mhm. Und ich habe dann zu ihm gesagt, sag mal, hast du geknutscht? Und erst hat er Nein gesagt und dann hat er Ja gesagt. Und dann habe ich ihm erklärt, dass das nicht in Ordnung ist, dass es viele Leute gibt, die was gegen Homosexuelle haben und dass das nicht gut für uns ist. Stopp. Halte ich schon für eine ziemlich schlimme und... Ist aber so. ...schlimme Aussage. Ist so. Das ist wirklich so. Ja, das ist aber völlig egal, ob das so ist, Birgit. Was machst du dem Jungen das Leben schwer? Ja, ich möchte ihm das nicht schwer machen. Ja, dann machst du ihn doch. Ja, ich rufe hier an, weil ich deinen Rat haben möchte. Ja, erzähl mal weiter. Also das hast du ihm so gesagt, dass du das eigentlich nicht möchtest, weil aus dem besagten Gründen. Den Nachbarn, dass er das nicht auf der Straße machen soll. Ja, ja. Und dann hat er, ich hatte, als das mit den Depressionen anfing, einen Termin versucht zu kriegen in einer Klinik Bremen-Ost für Kinderpsychiatrie. Mhm. Und dieser Termin hat 3 Monate gedauert. Mhm. In der Zeit hat er ja die Tabletten genommen, diese Antidepressiva von dem Nervenarzt. Mhm. Und als die Packung zu Ende war, hat er gesagt, er will das ohne versuchen und ist auch aus dem Loch wieder rausgekommen. Toll. Finde ich auch toll. Ja. Nur im Moment ist das so, dass er sich erst in einen Klassenkameraden verliebt hat. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt, ne? Mit den beiden. Nee. Dass es da noch welche gibt, ja, in der Schule. Also die beiden Mädchen haben den Jungen dann gefragt, ob der auch homosexuell ist. Und der hat dann Nein gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann müsstest du normalerweise doch jetzt durchhängen und traurig sein, wenn ich mich in jemanden verliebe. Und der will nicht, dann bin ich doch erstmal geschockt. Ja, sollen wir es mal nicht zu ausführlich machen. Gut. Da ist jemand, in den er sich verliebt hat in der Schule. Richtig. Der ist wie alt? So alt wie er. 15 Jahre. Ja. 15. Mhm. Ist, der ist aber nicht homosexuell. Gut. Dann 14 Tage später hat er sich in jemand anderen verliebt. So. Ja, das ist nun mal in dem Alter so, dass man sich vielleicht unter Umständen sehr schnell verliebt. Darüber wollen wir uns jetzt aber gar nicht unterhalten. Ja, sondern aber wir wollen, meine Frage ist, wenn er sich in jemanden verliebt, und der nicht homosexuell ist. Ja, hat er ein Problem. Richtig. Aber da muss er selbst raus und das wird er lernen, wie er das macht und dass er da vielleicht demnächst auch einen Bogen rummacht, dass er sich nur die Leute aussucht, die auch bisexuell oder schwul sind. Das habe ich ihm gesagt, aber denen ist das ja nicht auf die Stirn geschrieben. Und das soll sowas geben wie Rat und Tat, glaube ich. Hast du da schon mal was von gehört? Wie Rat und Tat? Ja, für entweder für Homosexuelle, nur für Homosexuelle oder auch für Eltern oder Angehörige. Ja. Ich will ihm ja nur helfen. Ja, nee, jetzt lass uns mal wirklich am ganz entscheidenden Punkt ansetzen. Das sind jetzt Probleme, über die muss man reden, aber das scheint mir gar nicht das Entscheidende zu sein. Das Entscheidende ist das, was du mir gerade gesagt hast. Du hast mir gesagt, dass du das eigentlich nicht für gut findest, weil du sein Bestes willst. Richtig, ich habe Angst um ihn. Du hast Angst um ihn, du willst sein Bestes. Du sagst hier bei uns im Dorf oder in der Gemeinde oder wo auch immer ihr da wohnt, denken die Leute halt so. Und du hast kein einfaches Leben, wenn du dein Schwulsein lebst. Ne? So hast du es gesagt. Hm, hm. So, Birgit, und da ist der Punkt, wo du wirklich aber dich ganz, ganz, ganz hart am Riemen reißen musst. Habe ich mir gedacht, dass du das hast. Ja, das sage ich dir wirklich so. Wenn du das Beste für deinen Jungen willst,
Dann lass deinen Jungen so leben, wie er es für richtig hält. Ja, aber die Angst ist doch jetzt, dieser Neue, der ist in der Klasse seit diesem neuneinhalb Jahren. Häng dich da mal nicht so rein. Warte mal, ich muss dir das so sagen, weil ich sonst nicht weiß, wie du mir helfen kannst. Ja. Der ist also neu in der Klasse und guckt ihn immer an. Mhm. Und weil der ihn immer anguckt, hat er dem jetzt einen Brief geschrieben und hat ihm den in der Pause in die Büchertasche gelegt, ohne seinen Namen darunter zu schreiben. Und kennst du Sophies Welt? Ja, klar. Ja, das kennt er auch, findet er auch toll und hört er und hat er auch gelesen. Ja. Und so will er das jetzt weitermachen mit den Briefen. Ja. Nur der Daniel, unser Sohn gibt sich ja zu erkennen. Ja. Und wenn der dann auch nicht homosexuell ist, du weißt, wie die Kinder in der Schule sind. Ja, Birgit, ich weiß, wie Kinder in der Schule sind. Aber ich finde das schon mal verdammt mutig, dass dein Junge mit seinen 15 Jahren und auch in den eher dörflich-ländlichen Verhältnissen, in denen ihr da lebt, dass er schon das so ausgedrückt hat, dass es dir gesagt hat, dass es seinem Vertrauenslehrer gesagt hat, dass das Leben nicht so einfach ist wie für einen Heterosexuellen. Das ist nun mal so. Und wenn es dann in der Schule rum ist, dann ist es nun mal so. Und dann wird er sich auch zu behaupten wissen. Es wird alles vielleicht ein Tick schwieriger sein für ihn, aber das ist sein Leben und da muss er durch. Ich würde mich an deiner Stelle überhaupt jetzt nicht da reinhängen, wem er ein Briefchen schickt und in wen er da verliebt ist. Würdest du auch nicht tun, wenn es um Mädchen ging. Das ist sein Bier. Ja, okay, so ein bisschen vielleicht. Aber lass ihn das mal machen. Das sind ja Grunderfahrungen, die er im Moment mit seinem Leben und auch mit seiner Veranlagung macht. Ich soll da gar nicht zu sagen, wenn er sich alle 14 Tage nicht verliebt. Überhaupt nicht. Die alle dann aber nicht homosexuell sind. Nein, da muss er lernen. Sei einfach eine tolle Mama und sei offen für ihn, wenn er Probleme hat. Bin ich ja auch. Sei nur offen für ihn, dass er das Gefühl hat, zu dir kann ich kommen, wenn ich Probleme habe, wenn er freiwillig zu dir kommt. Aber lass ihn das leben, was in ihm ist, um Gottes Willen. Ja, gibt es nicht irgendeine Stelle, dass er nicht jeden... Wie soll ich das sagen, wie ich das meine? Dass er nicht jedem anbaggert, dass er sich verknallt. Birgit, das muss doch irgendwas geben für diese Altersklasse unter seinesgleichen. Ja, gibt's schon. Aber ich würde da erstmal so die ganz praktische Devise fahren. Lass ihn mal machen, er soll sich auch mal eine blaue Nase holen. Der lernt schon, der wird schon rauskriegen, wie man das macht. Sei da mal nicht so überfürsorglich. Es gibt Anlaufstellen auch für Eltern von homosexuellen Kindern. Kann ich dir gleich noch eine Adresse oder eine Telefonnummer geben? Gut. Aber meine Grundbitte ist, du weißt, wenn ich jetzt deine Generation anspreche, was bist du, 56 Jahre alt, wie früher schwule Menschen gelitten haben. Weiß ich. Ne? Deswegen weiß ich. Musst du alles jetzt für deinen Sohn tun. Was mein Mann denkt, als wir darüber geredet haben? Wie denkt er darüber? Schlimm. Ja, so, dann sei du ein Anwalt für deinen Sohn in der Familie. Ja, will ich ja auch. Ja. Und hab die oberste Prämisse im Kopf. Du willst das Beste für deinen Sohn. Das Beste für deinen Sohn ist das, was er möchte, wie er glücklich wird. Das ist richtig. So, aber und dann, wenn er sich jedem offenbart, denke ich, dass das nicht der richtige Weg ist. Doch. Irgendwann wissen sie es alle und dann ist es völlig langweilig, dann redet gar keiner mehr drüber. Es ist nichts schlimmer, als alles irgendwie geheim halten zu wollen. Dann ist man ein Angstmensch und man ist erpressbar. Das soll er ja gar nicht werden. So. Ich kann es nur nicht nachvollziehen, dass man sich so schnell wieder neu verliebt. Ach, der ist 15. Wie warst du, als du 15 warst? So schnell habe ich mich... Aber die Zeiten sind vielleicht auch ein bisschen anders. Wenn der nicht wollte, dann habe ich erstmal gelitten, aber nicht gleich wieder was Neues. Naja, dann hat er halt einen anderen Weg. Ist doch gut, Birgit. Na gut. So, jetzt legst du auf und wir kriegen von uns, kriegst du noch eine Anlaufadresse für die schwulen Eltern. Okay? Vielen Dank erstmal für deine Hilfe. Tschüss, Birgit. Alles Gute. Okay, danke. Jasmin, 22. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Jasmin. Na, wie ist es? Ja, geht so, ne? Geht so. Deswegen hast du angerufen? Ich rufe an, weil ich ein kleines Problem habe. Mhm. Und zwar, ich habe jetzt seit 5,5 Jahren eine sehr gute Beziehung am Laufen. Mhm. Und ja, eine Beziehung, wie gesagt, habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Mhm. Wir haben auch einen Sohn. Ihr wohnt auch zusammen? Ja. Ja. Seitdem ich 17 bin. Ja. Und wir haben einen Sohn, der wird nächsten Monat 3. Ja. Eins. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Der Sohn wird ein Jahr alt. Ja. Nicht 3 schon. Nein, am 16. Und das klingt ja noch alles gut. Ja, das ist auch eigentlich gut. Aber? Ja, das Problem ist, mein Freund ist nicht der Einzige, der als Vater in Frage kommt.
das trägst du so als Geheimnis in dir herum. Ja. Weiß er das? Er weiß es nicht. Denn... Das heißt, du warst deinem Freund untreu damals? Nein, nicht gewollt. Sein Vater kommt als Vater in Frage. Was heißt nicht gewollt? Sein Vater hat mich vergewaltigt. Und das könnte jetzt, wenn du zurückrechnest, könnte das genauso hinkommen? Ja. Sein Vater, also dein Schwiegervater mehr oder weniger, hat dich vergewaltigt? Ja, dreimal. Dreimal? In wie waren die Zeitabstände? Das war nicht lange, Domian. Also es war alles so in der Zeit, wo eigentlich dein alles Sohn... Alles hintereinander. Hm. Den kennst du aber nun doch schon sehr lange, den Schwiegervater. Wie kam es denn jetzt plötzlich gerade in der Zeit zu diesen dreimaligen schweren Übergriffen? Wie erklärst du es? Also, das fing vor 2,5 Jahren an. Da hat er so kleine Andeutungen immer gemacht, so halt angemacht und so. Aber ich habe es nie wirklich wahrgenommen. Mhm. Und dann hatten wir mal alle Mann so eine Feier. Mhm. Und dann haben wir alle was getrunken. Mhm. Und irgendwie kann ich mich dann gar nicht mehr dran erinnern. Ach so, du warst so was sehr, passiert ist. Ach so, du warst ziemlich angeschäkert? Ja, aber guck mal, ich sag mal so, Domian, ich trinke auch mal zwischendurch am Wochenende mit Freundinnen. Ja. Und ich kann so besoffen sein und ich weiß trotzdem, was ich mache. Aber da hast du irgendwie einen Riss, einen Erinnerungsriss. Ja, aber richtig. Das heißt, du vermutest, dass da sexuell etwas... das erste Mal gelaufen ist zwischen dir und dem Schwiegervater. Ich weiß es, weil ich nämlich nackt in seinem Bett aufgewacht bin. Mhm. So, das war das erste Mal. Da, ja. Da hast du einen Blackout, da sind die Erinnerungen nicht da, warum auch immer. Aber du sagst, es ist dann noch zweimal passiert. Wie ist es zu diesen anderen beiden Malen gekommen? Ja, das war mit Gewalt beide Male. Ohne Alkohol? Ohne Alkohol, ja. Das heißt, da kannst du dich voll dran erinnern, bei vollem Bewusstsein? Ja. Mit Gewalt? Mit schlimmer Gewalt? Ja. Wo ist das passiert? Bei ihm. Unten. Der wohnt unter uns. Wir haben ein Familienhaus. Ach so. Das sind so ein Eingang, aber zu zwei Wohnungen. Verstehe. Gibt es auch noch eine? Oben. Hat er auch eine Frau noch? Wohnt die auch mit unten? Die Mutter von meinem Freund, die hat sich scheiden lassen und die lebt jetzt in der Türkei. Ach so. Das heißt, er wohnt alleine dort unten? Ja. Mhm. Als das dann das zweite und dritte Mal passiert ist, mit Gewalt sogar, ist das ja etwas ganz Furchtbares, was einem passiert, was einer Frau passiert. Ja. Hast du denn da nicht gleich überlegt, dass du es deinem Freund sagst oder dass du ihn anzeigst? Ich hab große Angst davor, meinem Freund das zu sagen, denn er hat mir vor ein paar Stunden einen Heiratsantrag gemacht. Heute vor ein paar Stunden? Ja. Gut, aber das wusstest du ja damals noch nicht. Bitte? Das wusstest du ja damals noch nicht. Meine Frage war ja, warum du das damals nicht sofort deinem Freund gesagt hast. Ich konnte es nicht, Domian. Ich weiß nicht, wie ich das nicht sagen soll. Mhm. Ich sage, hey, dein Vater ist auch der Vater von unserem Sohn. Ich weiß nicht. Mhm. Naja, noch gar nicht mal, als es schon in der Schwangerschaft, als es zur Schwangerschaft gekommen ist, sondern als es passiert war, direkt danach. Ich habe erfahren, dass ich schwanger bin, da war ich schon in der 11. Schwangerschaftswoche. Hm. Nee, meine Frage war anders. Meine Frage war anders. Nachdem das passiert war, das zweite Mal, das war ja dann ein sehr, sehr, sehr eingreifender und schlimmer Vorfall für dich. Ach, du meintest die Vergewaltigung. Die Vergewaltigung. Ja. Weswegen du es damals direkt danach nicht deinem Freund gesagt hast? Ich hatte Angst. Ich habe immer noch Angst. Angst, dass er dich verlässt? Wovor hast du Angst? Ich hab Angst, weil ich nicht weiß, was jetzt auf mich zukommt. Vor was hattest du damals Angst, das zu sagen? Ich habe Angst, dass wenn ich es ihm sage, dass der Vater vielleicht das verdreht oder so, weil man hört ja heutzutage so vieles von Mädchen, die vergewaltigt werden. Dann ist immer das Opfer, das so doof dasteht. Du hast Angst, dass der Vater das völlig anders darstellt? Und du dann als Schuldige dastehst. Ja, und du dann da habe ich Angst. Und du dann vielleicht sogar deinen Freund auch verlieren würdest oder verloren hättest. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich weiß nicht, Vater, Sohn ist anders als Freundin so.
Naja. Ich weiß nicht, wie, ob er zu mir stehen würde. Mhm. Ich weiß nicht, was... Wie ist denn das Verhältnis zwischen deinem Freund und dem Vater? Eigentlich ein gutes. Normal Vater-Sohn-Verhältnis. Jetzt musst du doch aber nach den Vorkommnissen... Ihr wohnt ja immer noch gemeinsam in einem Haus. Du musst doch eigentlich in permanenter Angst vor dem Vater sein, oder? Ja, klar ist Angst da. Er steht auch hier, er kommt auch ab und zu nach oben, aber ich mache nie die Tür auf. Mhm. Ich sage immer, der soll runtergehen. Mhm. Und immer wenn mein Freund arbeiten ist, dann ist meine Freundin immer bei mir. Ja. So, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, nachdem du dann gemerkt hast, dass du schwanger bist. Du hast es sehr spät gemerkt, wie du es gerade gesagt hast. Da war für dich so direkt im Kopf, das kann der sein oder das kann der sein? Ja. Mhm. Das war mir von vornherein klar, weil ich habe sofort zurückgerechnet. Mhm. Sofort. Mhm. Hab nachgerechnet und das hat hingehauen. Ja. Und jetzt, das Kind ist ein Jahr alt, sagst du. Das heißt, ein Jahr trägst du dich jetzt mit diesen Gedanken herum, wer ist der Vater meines Kindes? Wer ist es? Ja. Und parallel dazu hast du die Angst, rein theoretisch könnte das ja wieder passieren, da ihr in einem Haus wohnt. Ne? Das könnte ja rein theoretisch sein. Ja. Mhm. Wie tief ist deine Beziehung zu deinem Freund? Also, sie war sehr tief. Nur durch meine Angst, seit fast 2 Jahren ist das jetzt, weiß ich nicht, ich kapsel mich immer mehr von ihm ab. Mhm. Ich wende ihm den Rücken. Das heißt, durch das Schweigen und die dadurch bedingte Angst läufst du im Moment sogar Gefahr, dass deine Beziehung zu deinem Freund, die eigentlich eine gute und tiefe war, dass die Risse bekommt oder gar kaputt geht. Ja. Mhm. Weil ich ziehe mich immer weiter zurück. Mhm. Immer weiter. Also Jasmin, ich finde, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, wenn man einen Menschen liebt, das ist ja das Tollste überhaupt, was passieren kann. Und das Tiefste und das Wichtigste, was einem passieren, widerfahren kann. Dann muss man auch die Offenheit und die Wahrheit, die Offenheit haben und den Mut zur Wahrheit haben. Mhm. Dass ich dieses natürlich meinem Freund, der vielleicht sogar mal mein Ehemann wird, dass ich dem so etwas Schlimmes, was mir widerfahren ist, das ist vermutlich das Schlimmste, was du bisher erlebt hast in deinem Leben, dass du dieses dem nur wirklich sagen musst und solltest. Mhm. Und wenn er dich lieb hat, wirklich lieb hat, wird er dich nicht verstoßen und wird dir glauben und wird nicht sagen, die spinnt und spinnt sich das alles zusammen. Ich glaube, dass das der allererste Schritt ist, dass du mit deinem Freund, der, wie du gerade sogar gesagt hast, dein Ehemann werden will. Mhm. Denn mit dieser Angst und mit dieser Lüge und mit all diesem im Hintergrund kann man nicht leben. Eigentlich kannst du auch gar nicht mehr in dem Haus leben. Eigentlich musst du den anzeigen, den Alten. Der hat dich vergewaltigt, Mensch. Das ist eines der schwersten Vergehen, die es gibt. Verbrechen, die es gibt. Also, ich glaube, dass das Schweigen, was du bisher gemacht hast, falsch war, Jasmin. Ja. Aber du hast halt sehr viel Angst, ne? Das nehme ich auch sehr ernst. Ja. Jetzt wollen wir auch nichts nicht zu schnell etwas machen. Es muss alles so sein, dass es für dich gut ist. Deswegen brechen wir das Gespräch jetzt hier mal ab und wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an. Und dann plant ihr beide mal zusammen, wie die nächsten Schritte zu tun sind, was die richtigen Schritte sind. Die richtigen Schritte werden auf jeden Fall sein, aber es kommt auf das Tempo jetzt an, dass du sprechen musst. Mhm. Damit du wieder in ein geordnetes und ruhiges Leben kommst, weil... Ich könnte mir auch vorstellen, dass das immer schlimmer wird, diese Angst, ne? Und dieses sich zurückziehen. Naja, es geht nur. Ich weiß nicht, wenn ich es ihm vielleicht sagen würde, dann wird mir schon ein großer Stein vom Herzen fallen. Das glaube ich dir. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Ja. Jetzt legst du auf. Und wir rufen dich zurück. Es kann noch ein paar Minuten dauern, die Elke ist, glaube ich, noch beschäftigt, aber wir rufen dich gleich zurück, okay? Okay. Jasmin, alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Detlef, 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, grüß ja, dich. Hallo. Detlef, dein Thema, weswegen hast du angerufen? Ich leide
An fast totale Schlaflosigkeit. An was? Habe ich nicht verstanden. An fast totale Schlaflosigkeit. An fast totaler Schlaflosigkeit. Ja, es ist halt so, dass ich, sagen wir mal, teilweise von Montags bis Freitags eine Nacht dabei habe mit 4 Stunden, wo ich schlafe und sonst gar nicht. Also es kann sein, dass du in einer Woche maximal 4-5 Stunden schläfst. Ja. Dann musst du doch eigentlich unglaublich fertig sein und erschöpft. Ja, das ist auch teilweise so. Das wirkt sich dann so aus, dass ich nicht mehr richtig sprechen kann, Konzentrationsschwäche habe und alles drumherum, ja. Ja, ich merke es auch so ein bisschen, wie du sprichst. Das ist für dich anstrengend im Moment, ne? Ja, zurzeit ist es ziemlich schwierig. Ich höre es, ja. Wann hast du deine letzte Schlafstunde gehabt? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Jetzt am Wochenende. Am Wochenende. Aha. Und letzte Nacht auch nochmal? Ja, allerdings mit Medikamenten. Wie lange leidest du schon unter diesen extremen Schlafstörungen? Also circa 8 Jahre. 8 Jahre schon? Und das geht seit 8 Jahren so, wie du es gerade beschrieben hast? Teilweise, ja. Kann man denn da überhaupt noch leben? Ist man lebens? Nee, ich habe einen Freund, der ist Arzt, der sagt, irgendwann dreht man durch, ja. Also es ist schon eine Krankheit. Stichwort Krankheit. Ist das eine als Krankheit diagnostiziert? Bei mir nicht. Also ich habe einen Freund, der ist Arzt und war aber mit diesem Thema noch nicht bei meinem Hausarzt gewesen. Warst du noch nicht? Nee. Aber das plagt dich 8 Jahre. Wieso gehst du nicht zum Arzt? Ja, ich habe halt immer gedacht, dass ich mit Medikamenten weiterkomme. Das heißt, ich nehme ziemlich starke Schlaftabletten. Aber es sind 8 Jahre, Mensch. Ja. Wenn du denn in der Woche da mal ein paar Stunden schläfst, wie du es gerade geschildert hast, dann auch nur mit Schlaftabletten? Oder ist das normaler Schlaf? Nee, das ist dann normaler Schlaf. Also ich zwinge mich dazu, überhaupt keine Tabletten zu nehmen und dann habe ich halt diese extremen Phasen, dass ich überhaupt nicht schlafen kann. Bist du fähig, noch einen normalen Alltag zu leben, Stichwort Beruf auszuüben? Teilweise schon, ja. Was machst du, wenn ich fragen darf, vom Beruf? Ich mache eigentlich einen ziemlich schwierigen Beruf. Ich bin Projektsteuerer im Bau. Das heißt, ich vertrete Bauherren gegenüber Generalunternehmer. Das heißt, da muss man eigentlich sehr fit sein und konzentriert und muss sich einlesen in diverse Sachen und so weiter. Genau, ja. Ich stelle mir dein Leben äußerst, äußerst, äußerst schwierig vor. Ja, das ist es auch. Aber ich komme jetzt nochmal darauf zurück, Detlef. Erklär mir bitte, wie man als so belasteter Mensch und als schlauer Mensch, als kluger Mensch nicht irgendwann schon nach ein paar Monaten gesagt hat oder spätestens nach einem Jahr damals, ich gehe jetzt richtig in eine Klinik, ich gehe zu Schlafspezialisten, ich gehe in ein Schlaflabor oder irgend sowas. Warum nicht? Erstens mal das Thema keine Zeit. Ich habe also bis Ende 2002 3 Unternehmen im Baugewerbe aufgebaut, bin dann dort ausgeschieden, habe also insgesamt in 7 Jahren 3 Tage Urlaub insgesamt gehabt. Das kann ich jetzt nachvollziehen, aber es ist natürlich eine lasche Ausrede, ne? Wenn es um Gesundheit geht. Klar. Wenn du tot umfällst, müssen es auch andere Leute für dich machen. Ja, stimmt, ja. Du hast es verdrängt? Ja. Hast du Angst auch vor einer solchen Untersuchung oder Behandlung? Teilweise schon, ja. Wobei, ich habe da keine Erfahrung mit, aber ich könnte mir vorstellen, dass das tut nicht weh, sondern das ist einfach... Also nee, tut es auch nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie Angst, überhaupt hinzugehen. Beziehungsweise? Das Resultat, was da dabei rauskommt, ich weiß nicht. Ja, was könnte es sein? Es muss ja erstmal eine Diagnose gestellt werden. Vielleicht ist es ja sogar körperlich, organisch irgendwie bedingt. Ich weiß es ja nicht. Ja, klar, das geht ja so weit, dass ich jetzt... Es ist eigentlich relativ gut gegangen die ganze Zeit. Also, dass ich solche Wochenrhythmen dabei gehabt habe und habe letzte Woche die Tabletten abgesetzt und habe am Freitag früh das erste Mal körperlich und auch vom Geist her Freitags früh einen Zusammenbruch gehabt, ja. Also habe angefangen zu zittern, ganz extrem. Ich habe das erste Mal eigentlich auch richtig Angst bekommen. Mir ist es ein Rätsel, Detlef, dass du noch nicht schwer erkrankt bist. Ja. Weil dein Immunsystem, dein ganzer Körper, steht nach 8 Jahren unter einer solchen extremen Beanspruchung, wenn man nicht schläft, dass es irgendwann alles zusammenbrechen muss. Und dann bist du wirklich schwer krank.
Geh zu einem Arzt. Suche dir, ich weiß nicht, in Münster, man muss sich mal schlau machen, gibt es ja Schlafspezialisten, Schlaflabor, glaube ich. Ich weiß es nicht, das kriegt man ja schnell raus. Aber erstmal musst du rundherum durchgecheckt werden, ob du irgendein körperliches Leiden hast, ob es damit da einen Zusammenhang gibt. Wenn es das nicht gibt, dann muss diese seelisch-psychische Sache untersucht werden. Ja, ich schätze, dass es rein vom Kopf her kommt, weil ich teilweise Sachen nicht realisieren kann, beziehungsweise sehr extrem drüber nachdenke. Mhm. Wie lebst du denn so? Hast du eine Partnerschaft oder bist du bist alleine? Ich bin also zweimal extrem an die Wand gefahren worden, habe panische Angst vor jeglicher Beziehung. Mhm. Bin alleine, ja. Wie lange lebst du schon alleine? 2-3,5 Jahre. Ach so, das heißt also, in der Partnerschaft hattest du damals auch schon diese Schlafprobleme? Hatte ich auch gehabt, ja. Wie hat deine Partnerin darauf reagiert? Ja, sehr negativ. Also das heißt, dass dass wir zusammen im Bett gelegen haben und ich dann halt ständig aufgestanden bin und bin ins Wohnzimmer gegangen und war halt ständig Geräuschkulisse und sie hat es halt nicht verstanden, ja. Du hattest vor 8 Jahren angefangen. Ja. Du sagst selbst so, aufgrund deiner eigenen Einschätzung, das hat seelische Ursachen. Ich mache mir zu sehr einen Kopf über 1000 Sachen. Mhm. Was war denn da vor 8 Jahren? War da was? Nee, ich habe ganz einfach angefangen, Unternehmen aufzubauen. Ach so, beruflicher Stress. Beruflich, ja. Und dann irgendwann habe ich realisiert, dass ich alleine mit einer Sekretärin ca. 120 Leute habe. Mhm. Und also war Prokurist gewesen, hat einen ausländischen Geschäftsführer. Mhm. Und dann musste halt zusehen, dass die Leute dann das Geld pünktlich bekommen, Lieferanten pünktlich gezahlt werden. Kann ich mir vorstellen. Was bei dir das teilweise nicht mehr geregelt. Ja. Ja, was bei dir durch den Kopf geht, wenn du im Bett liegst, dann denkst du nicht an irgendwelche schönen Fantasien zum Einschlafen, sondern rechnest deine Buchhaltung durch und was du morgen organisieren musst und jenes und das noch. Genau, ja. Mhm. Bist du ein einsamer Mensch heute? Ja, eigentlich schon. Also ich würde, sagen wir mal so, es ist alles ziemlich schwierig, zum Beispiel die richtige Frau zu finden, ja. Mhm. Und ich sehne mich eigentlich schon nach einer Partnerschaft, aber das Problem ist halt hauptsächlich heute, dass jeder ziemlich kapitalistisch angestellt ist. Auch die ganzen Frauen, wo ich kennenlerne, und die gehen noch nach dem Äußerlichen und lernst du überhaupt viele Frauen kennen bei deinem super Stressleben? Relativ schon, ja. Also wenn du jetzt so erzählst, habe ich fast den Eindruck, neben der körperlichen Abklärung, was nötig ist, das finde ich absolut nötig, dass du das machen musst, musst du ganz viel in deinem Leben regeln, neu regeln. Komplett. Komplett, ja. Du sagst es ja schon. Komplett, ja. Vielleicht solltest du dir da einfach auch einen Fachmann suchen, der dir da ein bisschen bei hilft. Mhm. Vielleicht wärst du wirklich ein Typ für eine richtige Psychotherapie. Dass du jede Woche zu einem Therapeuten gehst und mit dem gemeinsam dein Leben ordnest. Dass du eine gewisse Gelassenheit bekommst, auch eine Distanz zu deinem Beruf. Vielleicht ist das schon die halbe Miete, dass dir dann auch mit dem Schlaf geholfen ist. Ja, ist ziemlich schwierig, ziemlich extrem alles. Hast du in diesen, ich glaube, du hast es gerade so eine Andeutung gemacht, in diesen 8 Jahren, hast du da irgendwann mal Urlaub gemacht? Ja, ich habe also in 7 Jahren circa 30 Tage insgesamt gehabt. Wie war das während dieser Urlaubszeit? War der Kopf da ein bisschen freier oder auch nicht? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel über Weihnachten, Neujahr war ich in Thailand gewesen. Mhm. Hab mir so mein eigenes Areal gebucht gehabt, eine Poolvilla. Mhm. Und dann bin ich rübergekommen, habe die ersten 3 Nächte und 3 Tage nur geschlafen. Siehst du? Guter Beweis dafür, dass du einfach dich befreien musst von all dem, was dich so sehr belastet. Ja. Also dringender Appell oder Bitte von meiner Seite aus an dich, Detlef, einmal den Körper rundherum durchchecken lassen. Mhm. Sollte man sowieso ab und zu mal machen. So, und dann geh zu einem Psychotherapeuten und verändere in deinem Leben was. Verändere das komplett. Du bist erst 35, du kannst ja einen neuen Einstieg machen. Ja, ist trotzdem schwer. Ja, ist schwer, aber guck mal, was du bisher alles in deinem Beruf geleistet hast, dann leiste das jetzt mal verdammt nochmal für dein Leben, auch für dich, für deine Person und für deine Gesundheit. Mhm. Wenn du möchtest, ruf mir dich auch nochmal kurz an. Mhm, okay, dann machen wir das so. Detlef, alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Nacht Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen.
Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao. 2 Uhr, die Nachrichten. Nach dem Führungswechsel bei der SPD ist kein Ende der Diskussion über die anstehenden Reformen in Sicht. Die Berliner Zeitung berichtet, Wirtschaftsminister Clement erwäge, sein Amt als stellvertretender SPD-Vorsitzender aufzugeben. Er fürchte, vom designierten Parteivorsitzenden Müntefering weniger Unterstützung für Reformen zu bekommen. SPD-Fraktionsvize Müller sagte in der Sächsischen Zeitung, am Grundkurs werde sich nichts ändern. Wenn man jetzt nicht handle, würden Reformen in einigen Jahren noch wesentlich schmerzhafter ausfallen. Der Vorsitzende der IG Bergbau Chemie und Energie Schmold forderte eine Rücknahme der Beitragserhöhung zur Krankenkasse für Betriebsrentner. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten verlangte eine Ausbildungsplatzabgabe. Bundeskanzler Schröder hat dem irischen Ministerpräsidenten Ahern zugesagt, bei der Suche nach einem Kompromiss im EU-Verfassungsstreit zu helfen. Nach einem Treffen mit Ahern, der zurzeit EU-Ratspräsident ist, äußerte sich Schröder am Abend in Dublin jedoch skeptisch,